Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem weiteren Video für euch. Heute habe ich mal gedacht, wir machen zur Abwechslung tatsächlich mal eine quadratische Karte. Ihr habt jetzt schon das Motiv gesehen, ich habe hier einen Digi-Stempel von The Paper Shelter wieder im Programm. Und bevor es losgeht, habe ich hier Tonpapier in hellblau mir zugeschnitten, das ist 14,2 x 14,2 cm. Dazu eine passende Mattung aus silbernem Spiegelkarton in 14,6 x 14,6. Ich habe mir die Mitte der Seite markiert und habe dann dementsprechend das hier mit dem Bleistift gekennzeichnet und mit dem Eckenstanzer von Action, der war bei dem Scoreboard dabei, schneide ich diese Notch rein. Die ist eigentlich dafür gedacht, dass ihr eure Umschläge sehr schön vorbereiten könnt. Aber ich dachte mir, warum nicht? Ich kenne einen Stanzer, der ist so ähnlich, von Martha Stewart. Und das habe ich jetzt halt selbst gemacht. Ich habe hier Palmerstone Distress Ink und das Blending Tool von Action und färbe mir damit meine Kanten ein. Ich mag es halt nicht, wenn die abgeschnittenen Kanten weiß sind. Also wird das Ganze ein bisschen eingefärbt. Und wenn wir schon dabei sind, das Motiv gleich natürlich mit und die Mattung für das Motiv. Ich habe auch eine Stanzung für unter das Motiv. Das sieht aus wie eine Briefmarke. Das habe ich von AliExpress, meine ich. Da kann ich euch leider nicht sagen, welcher Hersteller das ursprünglich war und ob das jetzt ein Eigenprodukt von denen ist oder tatsächlich von irgendeinem geklaut. Ja, ich habe das schon eine Weile hier, oder ich benutze die Sachen trotzdem. Sie funktionieren ja, warum denn nicht? Mit Klebestift wird jetzt das Ganze wieder aufeinander geklebt. Natürlich den Kleber schön verteilen. Außerhalb der Kamera habe ich wieder mit der Nähmaschine das Ganze genäht. Diesmal habe ich graues Nähgarn verwendet. Ich ziehe mir wieder die Fäden nach hinten und klebe sie dann mit Tesafilm fest, damit das Ganze verarbeiten später leichter ist. Hier hatte ich einen kleinen Fehler beim Nähen. Das habe ich dann den Faden quasi zweimal durchsetzen müssen, aber das macht ja nichts. Man kann das alles schön verstecken. Das sieht der Empfänger hinterher nicht. So, dann habe ich ein bisschen rausgesucht, weil ich war doch schon ziemlich nah dran. Ich hatte überlegt, welche Pasten ich verwende und habe mich für die Maribu entschieden, aber bevor ich mit der Schablonierpaste rangehe, dachte ich, ich mache jetzt erstmal den Hintergrund fertig. Irgendwie wollte der Stempel von Ideen mit Herz nicht wirklich kleben, aber das macht nichts. Also die Stempelhilfe kann auch bei diesem Fall von Hilfe sein. Ich habe das einfach positioniert und angedrückt. Dadurch, dass das einfach nur ein Hintergrund sein soll, wäre es jetzt auch nicht so tragisch, wenn der Abdruck nicht super geworden ist. Ich habe jetzt Ton in Ton gearbeitet und habe einen hellen blauen Ton zum Stempeln verwendet von Memento. Man kann das eigentlich recht gut erkennen. Natürlich, wenn man die Karte am Ende sieht, sieht man davon nicht mehr viel. Aber im Laufe des Prozesses ist das ja immer so eine Sache. Man weiß nicht hundertprozentig, wie das Endergebnis am Ende wird. Deswegen, ich gehe mit dem Flow und mache einfach weiter. Ich habe auch die neue Schablone von Ideen mit Herz rausgekramt und habe hier zwei Schablonierpasten von Maribu in Weiß und Silber quasi zusammengemischt bzw. nebeneinander gedrückt und einfach verteilt. Ich weiß, dass ich in der Mitte auf jeden Fall das Motiv haben möchte, also habe ich mehr am Rand gearbeitet, das Ganze noch verteilt. Natürlich ist wichtig, nach dem Arbeiten unsere Schablone wieder zu reinigen. Ihr könnt aber das quasi auch gleichzeitig nutzen, um einen Hintergrund euch fertig zu machen. Ich habe ein feuchtes Feuchttuch genommen und habe die Farbe quasi in die Schablone wieder reingedrückt und den Rest unterm fließenden Wasser und also warmem fließenden Wasser gereinigt. Hier seht ihr, dass ich die Kanten auch noch ein bisschen abnehme. Das heißt, die Schablonierpaste verteilt sich ja nicht immer gerne da, wo man es braucht. Und ja, jetzt dachte ich, bevor ich weitermache, widme ich mich tatsächlich der Koloration erstmal und habe mit den Aquarellstiften angefangen, mein Motiv zu kolorieren.
Natürlich geht es erstmal los mit dem Hintergrund. Ich habe mich für einen blauen Ton entschieden und für den unteren Bereich, für den Boden, für Grau. Ich habe diesmal das Video noch viel schneller laufen lassen, gerade bei der Koloration. Jeder, der das vielleicht nicht so toll findet, dabei zuzugucken, kann gerne vorspulen, bis das Motiv fertig koloriert ist. Danach geht es mit der Kartengestaltung natürlich weiter. Als nächstes kommen Rosatöne für die Öhrchen, für die Wangen, für die Lippen und ein paar Akzente wie beim Handy zum Beispiel. Danach habe ich mich für die Hautfarbe entschieden und habe mir einen etwas hellen Braunton genommen und dann angefangen, mir erstmal die dunkleren Bereiche anzudeuten. Und mit einem, ich sag mal, zaghaften Fleischton habe ich dann den Rest aufgefüllt. Dann habe ich mich für ein Blau-Grau entschieden. Irgendwie wirkt das im Video alles ein bisschen fliederfarben und habe damit den Stuhl angemalt. Das tut der Sache nicht gerade einen Abbruch. Also das Röckchen habe ich in Grau angemalt, genauso wie das untere des Stuhls oder die Stuhlbeine. Für das Oberteil habe ich mich für Weiß entschieden und habe tatsächlich nur mit Grau ein bisschen die Schatten angedeutet. Genauso mit der Leggings. Ich habe die einfach erstmal nur grau schattiert und bin später mit einem Blauton noch in die Streifen reingegangen. Genauso wie das Smartphone, das ist bei mir blau. Und für die Haare habe ich mich für Blond entschieden. Da fange ich auch mit einem hellen Gelbton an, arbeite ich mich dann mit Orange und Braun weiter. Die Augen habe ich auch bläulich angemalt, aber irgendwie, die sind relativ klein, die Motive. Da habe ich mit Fineliner später nachgeholfen. Wäre das nicht toll, wenn man in Echtzeit genauso schnell kolorieren würde? Dann wäre so eine Kartenproduktion gar nicht so zeitaufwendig. Aber naja, ich lasse mir gerne halt Zeit. Ich gucke meistens dabei noch einen Film oder eine Serie oder sowas. Und kann mich dann halt ganz auf meine Koloration konzentrieren und ja, das macht schon Spaß. Ich habe jetzt mit Grau ein bisschen Schatten gesetzt überall, ein bisschen drumrum, da wo ich denke, dass die Flächen halt Schatten werfen. So würde ich sagen, unser Grundanstrich ist fertig. Wir arbeiten uns halt jetzt ins Detail, wie jetzt mit dem Schatten setzen und das Ganze noch quasi dramatischer oder dreidimensionaler wirken zu lassen. Das ist jetzt sozusagen so die Endfassung. Ja, Licht und Schatten ist schon sehr wichtig, um das Ganze auch, sage ich mal, plastisch wirken zu lassen. Ein bisschen echter, lebendiger. Und da müsst ihr echt keine Angst haben, immer einfach euch ausprobieren, immer experimentieren, weiterentwickeln. Also es ist, jeder hat da so einen, ich sag mal, gewissen Respekt davor. Jetzt zum Beispiel gehen wir schon in den Bereich Schwarz. Und bei Schwarz muss man halt wirklich dann genauer gucken, welche Flächen werfen wohl den meisten Schatten, wo möchte ich den dunkelsten Bereich in meinen Objekten haben oder wie jetzt in den Haaren. Hier ist der Fineliner und mein weißer Gelstift. Ich habe auch mich entschieden, ein bisschen Glitzer aufzutragen auf die Lippen und auf das Handy. Und hier sind wir mit der Koloration durch und jetzt geht es mit dem Kartenrolling weiter. Ich habe hier einen fertigen Kartenrolling in 15x15 vom Action und markiere mir auch da jeweils die Mitte. Natürlich muss man hier schon sehr präzise arbeiten, ansonsten werden eure Flächen nicht übereinander gehen und dann sind die Aussparungen, die wir gestanzt haben, dann versetzt und das wäre natürlich nicht so toll.
aber wenn ihr die Mitte trefft, dann ist das gar kein Problem. Meine Schablonier-Creme ist inzwischen ziemlich trocken und ich dachte, wir können jetzt auch schon weitermachen. Und ich habe einfach meine Restegläschen geschnappt. Die Schleifenbänder waren schon quasi irgendwann mal auf einem Projekt oder die habe ich mal von einem Projekt, das ich geschenkt bekommen habe, abgemacht. Ich weiß es nicht mehr. Das wird bei mir alles nicht weggeschmissen. Das wird einfach wiederverwendet. Und hier fixiere ich das Band mit so ein bisschen Überlappung, mit Tackern und klebe dann die überstehenden Kanten auf der Rückseite fest. In meinem Restegläschen habe ich hier auch Spitze gefunden. Da war der Kleber schon ziemlich vergilbt, wie ihr gesehen habt. Und dann habe ich jetzt einfach das Trägerpapier samt dem Kleber abgezogen und klebe das jetzt einfach so drauf. Hier ist auch eine Spitze, die ich mal bei einem Projekt über hatte. Die lag noch auf meinem Tisch. Das ist eine Stanze von Sherilyn Design. Das Doily ist super schön. Und das habe ich gedacht, das würde ja ziemlich gut jetzt auf diese Karte passen. Wir kleben jetzt auch unser Motiv schon aufeinander oder auf unsere Mattung und unser Spiegelkarton da. Genau, und dann nehme ich einfach Pappe für. Habe mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber hier hantiert. Die Pappe ist ziemlich dünn. Das ist eine von den Rückwänden von einem 15x15 Block. Auch das wird bei mir nicht weggeschmissen. Das kann man sehr schön für solche Sachen verwenden und gibt dem Ganzen auch ein bisschen so einen 3D-Effekt. Und bevor ich das aufklebe, habe ich mir gedacht, ich könnte noch ein bisschen, wie heißt das Zeug nochmal? Mullbinde, glaube ich, verwenden und habe dann das Ganze aufgesetzt und erst dann aufgeklebt. Ich habe das Motiv in der Zwischenzeit, wie ihr seht, beschwert und habe dann gedacht, ich mag eigentlich gerne auch links noch was haben und habe jetzt drei Stücke vom Häkelgarn in Creme zurechtgeschnitten auf die Länge der Karte mit ein bisschen Überstand, damit ich es aufkleben kann und befestige das Ganze auf der linken Seite meiner Karte. Hier ist noch ein Stück Rest. Und wie ihr seht, die Stücke, die ich benutze, sind wirklich ziemlich klein, aber auch die sind super. Und hier wieder ein bisschen puzzeln mit Pappe. Ich habe mir gedacht, ich klebe auch das jetzt nicht einfach flach auf meine Karte, sondern gebe dem Ganzen so ein bisschen Abstand. Das ist, wie gesagt, wirklich sehr dünne Pappe und ja, benutzt was, was ihr habt. Natürlich könnt ihr auch hier doppelseitiges Klebeband benutzen, direkt aufkleben. Ihr könnt aber auch mit Schaumklebeband arbeiten, wobei der meistens doch schon ziemlich hoch ist im Vergleich zu dem, was ich jetzt hier verwende. Und natürlich auch auf der Rückseite wieder das Ganze wiederholen. Einmal doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber dazu. So kann ich sicher gehen, dass die Karte dann auch vernünftig geklebt ist. Auch die Bereiche, wo die Klebebänder zum Beispiel zu sehen sind, habe ich jetzt ein bisschen mit Kleber versehen, damit das Ganze leichter angedrückt werden kann und leichter klebt. So, das Ganze beschweren. Das Motiv, da habe ich mir gedacht, ich könnte da auch noch ein paar Reststücke vom Klebeband nutzen. Habe da sogar so eine Art Gummiband-Reststück in Türkis gehabt und das habe ich dann benutzt. Hier habe ich irgendwie ein Problem gehabt, gleiche Pappe oder Pappe in gleicher Dicke zu finden. Irgendwie hatte ich da so Reststücke noch liegen und habe mich dann für die etwas stärkere Pappe entschieden, die etwas dicker ist. Und puzzle mir auch hier wieder so ein bisschen zurecht, wie ich das Ganze aufkleben möchte. Da steht ein Stück über, das schneide ich mir mit der Schere weg. Und wieder doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber von Nuvo habe ich hier. Also Tacky Glue. Aber da könnt ihr auch jeden anderen Flüssigkleber benutzen. Ihr müsst halt mit Flüssigkleber nur ein bisschen sparsamer umgehen. Je mehr ihr benutzt, desto mehr könnt ihr das halt nach außen rausdrücken. Und das wollt ihr eigentlich nicht. Hier habe ich mir zwei Schlaufen aus Häkelgarn wieder genommen. Ich sage ja immer wieder, Wiederholung ist sehr schön. Aus dem gleichen
Set, was ich für mein Motiv verwendet habe, habe ich auch die kleinsten zwei Briefmarkenstanzen genommen und habe hier einfach aus Spiegelkarton bzw. Schokokussverpackung habe ich mir halt ein Stück rausgeschnitten und das Papier, was wir vorhin zum Saubermachen der Schablone benutzt haben, da wiederholt sich ja das Muster. Aus diesem Papier habe ich mir auch zwei Stück rausgeschnitten. Ich habe mir gedacht, diese Karte ist für meine Tochter, die wird bald 17. Wollte ich gerne dann auch die Zahl mit drauf haben. So kann man das auch später so verfolgen. Sie hat ja schon einige Karten von mir und ich glaube, auf der letzten hatte ich auch eine 16 drauf und so kann man das Jahr für Jahr quasi schon jetzt aufeinander oder nebeneinander reihen. Und das Ganze wird natürlich verstärkt. Ich habe dreimal aus Aquarellpapierresten mir die gleichen Zahlen ausgestanzt und klebe das aufeinander. Die blaue Schicht ist von Action, das ist Cardstock mit Leinenstruktur. Das waren so dünne Streifen, das gab es mal zum Abreißen. Und ich glaube, dieser Bogen ist schon seit Ewigkeiten in Benutzung und der ist immer noch nicht aufgebraucht. Und das ist halt ideal für kleine Stanzteile. Hier habe ich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag als gedruckte Variante. Ich habe eine Schrift, die mir sehr gut gefallen hat. Die sieht aus wie alte Schreibmaschinenschrift und die habe ich dann halt auf A5 auf Karteikarte mir ausgedruckt und stanze mir jetzt ein bisschen das Ganze zurecht. Hier ist auch mein neuer Trimmer von Tim Holz oder von Tonic Studios. Das ist ja eine Kooperation von den beiden. Und ich muss sagen, ich bin ehrlich zufrieden. Der ist wesentlich stabiler von der Griffigkeit, vom Arbeiten her super. Mit der Präzision, das Ganze passend zu stanzen, ist das nicht so einfach, da die Skalierungen in Inch und in Zentimeter sind. Und wenn ihr unten ansetzt, könnt ihr mit den Zentimetern besser arbeiten. Aber das ist auch immer so ein bisschen Pi mal Daumen. Also es funktioniert definitiv besser als mein alter Hebelschneider. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Also das ist die 22 cm-Variante. Ich bin sehr zufrieden damit bis jetzt. Hier wird das Ganze weiter dekoriert. Ich habe die gestanzten Briefmarken jetzt auf die Karte geklebt. Die kleineren zwei habe ich so ein bisschen versteckt hinters Motiv angebracht, oben links in der Kante. Und das größere Stück habe ich jetzt mit Pappe verstärkt und links von meinem Motiv geklebt. Da möchte ich halt die 17 drauf haben und die soll halt schon so ein bisschen ja, im Mittelpunkt stehen. Und ich ordne jetzt meine gestanzten Wörter oder Buchstaben, ne, Wörter, um genau zu sein, jetzt um die 17 herum, damit das Ganze halt auch beim Lesen oder dem Lesefluss folgend herzlichen Glückwunsch zum 17. Geburtstag heißt. Und hier verwende ich zur Hilfe mein T-Lineal. Das ist total super, weil ich meinem Augenmaß in dem Sinne hier nicht vertrauen kann, weil ich so viel schon auf der Karte aufgeklebt habe. Das Ganze natürlich mit Pappe verstärkt, damit das Ganze auch ein bisschen sich von der Karte abhebt. Und hier ist es ja auch schon, ich glaube, der Schriftzug selbst ist vielleicht 7 mm breit, wenn nicht sogar noch schmaler. Deswegen muss man da schon, ich denke mal, auch beim Schaumklebeband schon relativ viel rumfummeln. Und ich finde, Pappe an sich ist schon stabiler und ich komme damit wesentlich besser zurecht. Und ich habe das halt, wie gesagt, alles da. Warum soll ich mir Sachen kaufen und Geld für ausgeben, wenn ich das halt Material von zu Hause benutzen kann? Ich war etwas unglücklich, dass ich keinen Punkt hatte hinter der 17 und habe dann meine Crocodile rausgekramt und mir ein Loch bzw. jetzt einen Punkt gestanzt mit der kleineren Stanzeinheit vom Crocodile. Da gibt es ja zwei Lochgrößen. Das ist das 4 mm, meine ich. 4 und 8 mm müssten es sein. Und ich habe dann natürlich auch aus Aquarellpapier wieder drei Punkte gestanzt und habe die dann verstärkt übereinander geklebt, so wie bei meinen Zahlen auch schon. Ist ein bisschen fummelig, weil das ja wirklich sehr, sehr klein ist. Und ja, aber es hat mich, wie gesagt, ein bisschen gestört. Ich habe das jetzt auch angepasst und habe die Kanten auch wieder mit meinem Pumiceton gewischt und setze dann den Klebepunkt einfach neben die 17 und mit der Pinzette ist das Fummeln auch irgendwann fertig. Hier seht ihr meine Körbchen mit Resten an,
hier sind das Blümchen und Blätter und keine Ahnung was alles. Wenn ich am Basteln bin, bleibt sehr oft noch was über. Und hier hatte ich da Blau ja unter anderem wirklich meine Lieblingsfarbe ist mir so hellblau, aquablau, türkis. Habe ich dann meistens dann doch sowas auch wirklich auf Lager und muss das nicht extra erst stempeln und stanzen. Das sind Blumen, ich meine auf jeden Fall von Action, das ist so ein kleineres Set und ich meine, da gibt es auch eine passende Stanze dafür und die habe ich halt dementsprechend auch gestanzt und gestempelt und dann auch noch ein bisschen koloriert. Das ist 120 Gramm Leinenpapier, was ich habe. Ich habe auch in meinem Sommersorium hier noch eine Rollrose gefunden und die wird halt auch mit aufgeklebt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ein Blumenarrangement ist ja schön und gut, aber so ganz ohne Blätter sieht das so ein bisschen langweilig aus. Also habe ich geguckt, was ich denn da noch hatte. Erst dachte ich, ich nehme die weißen, um das Ganze wieder zu, ja, also passend zu gestalten. Ich habe ja sehr viel Blau, sehr viel Silber mit drinne und Grau und ja. Das Ende vom Lied, ich habe die Weißen dann doch nicht benutzt, habe das jetzt hier auf Grau und diesen einen grünen Zweig. Und paar Weiße, genau, das sind die hier, die habe ich benutzt. Da sind einzelne Blätter, auch die sind von Action. Die habe ich jetzt auch mit Pumiceton an der Seite oder an der Kante angemalt und verstecke sie so ein bisschen unter den Blümchen. Im Idealfall im Zweierset, dass das Ganze irgendwie auch schöner wirkt. Ist ein bisschen frimmelig manchmal, aber das ist den Aufwand definitiv wert. Und wie ihr seht, auch hier wieder ein Dreieck zwischen den Blumen. Das Ganze wirkt dann halt einfach harmonischer und schöner. Und hier haben wir Nouveau Duck Egg Blue Crystal Drops. Ich habe erst gedacht, dieses Herz von Action aus einem ja, Schmucksteinset, das möchte ich gerne auf meiner Karte haben. Ich meine, ich liebe mein Kind und das möchte ich auch gerne zeigen. Aber irgendwie passte das jetzt nicht zu der Karte. Ich habe jetzt zwei Schmucksteine von Action in groß, die eine Holzfassung haben. Die habe ich jetzt so ein bisschen versteckt gearbeitet. Ja. Da habe ich jetzt das Herz wirklich auch abgelöst. Das Papier ist natürlich ein bisschen angerissen an der Seite, deswegen habe ich jetzt den Nouveau Drop in groß genommen und habe das Ganze jetzt ein bisschen versteckt. Und ja, ich dekoriere das Ganze weiter drumherum. Habe mich für die Blumenmitten für Schmucksteine entschieden. Die sind so ein bisschen facettiert. Die habe ich, glaube ich, mal bei Dream Beads in China bestellt. Und ja, die sind so ein bisschen facettiert und türkis, irisierend. Die sehen toll aus, ne? Bisschen versteckt, je nachdem, wie der Platz das zulässt. Und habe dann noch ein paar davon. Also, das sind noch weitere Nouveau Drops. Drumrum gestreut. Ich habe im vorherigen Video gezeigt, wie ich die Nouveau Drops dann wirklich auf Vorrat anfertige. Wie ihr seht, der Bogen bleibt. Ich habe den mir auch noch wirklich auf der Rückseite beschriftet, damit ich auch die Farbe zuordnen kann. Und falls einer dieser kleinen Bögen bei mir dann doch sich zur Neige oder sie quasi leer geht, kann ich dann aus meinem Regal die passende Farbe direkt greifen und dann den Rest wieder auffüllen. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren nicht passieren, aber es ist toll, wenn man schon alles auf Vorrat hat und die trocken sind. Da braucht man nur noch Kleber zwischensetzen und ja, es ist fertig. Ja, das war's auch schon. Die Karte ist fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Zuschauen, beim Zuschauen meines Videos und ich würde mich freuen, beim nächsten Mal euch wiederzusehen. Bis dann. Tschüss.